Moin Leute, zurück bei Destiny 2 mit dem Xur-Tag und Xur hängt auf dem Turm. Anflug wollte mir nicht zeigen, hängt hinten auf dem Treppengeländer im Hangar rum, da gehen wir direkt hin. Ja, und sonst gibt es eigentlich nicht ganz so viele News, außer dass bald wohl irgendwann ein riesiger Balancing-Patch rauskommt, der sehr viel zerstören wird. Metaplay wird dann wohl auch schwieriger etc. One-Kill-Shots im PvP oder so wird dann auch nicht mehr richtig funktionieren. Ob so alles so klappt oder nicht, wird sich zeigen. Wie gesagt, große Patches heißen meistens auch Glitches und andere Fehler. Deswegen heißt hier jetzt auch erstmal abwarten. Ansonsten nächste Woche ist auch nicht viel los in Destiny 2. Es geht erst mehr oder weniger erst nächsten Monat richtig los. Da kommt noch neue Dungeon etc. Aber November ist eher mehr so recht mau bei Destiny 2. Da ist ja nicht viel zu holen, ne? Egal. Hier bei Xur gibt es aber was zu holen. Und zwar als erstes nicht sofort das Engramm ziehen, sondern erst die Sachen kaufen rechts, die da stehen, die ihr noch nicht habt. Sonst könnt ihr eventuell hier raustrauben aus dem exotischen Engramm. Das wäre ärgerlich. Es kostet nämlich auch 97 legendäre Bruchstücke. Ihr könnt hier aber reingucken mit Dreieck bei der PS4 oder PS5. Alles, was abgehakt ist, habt ihr schon. Das heißt, bei mir würde jetzt halt eine Rüstung raustroppen mit verschiedenen Perks, auch besseren Perks. Aber das brauche ich nicht ziehen, weil ich habe das, was ich haben will. Deswegen lohnt es bei mir leider nicht. Dann haben wir hier einmal Löwengebrüll als Waffe. Granatenwerfer diese Woche 29 legendäre Bruchstücke an Kosten. Da haben wir hier folgende Sachen: einmal Gegengewicht, dann einmal Explosivgeschosse, dann einmal Herdenausdünnung, dann einmal Halbschaft. Es gibt auch einen Cut, wo zu finden, könnt ihr in der Cut-Übersicht sehen im Menü. Und hier einmal verzögerte Freude. Granatenprojektile prallen von Oberflächen ab. R2 drücken und gedrückt halten, um zu feuern, loslassen, um zu sprengen. Es gibt auch hier einmal Ornament. Ich habe einmal das Ornament, Jadeantlitz einmal. Sieht einfach so aus. Und das andere Ornament ist Stolzglas. Sieht einmal so aus. Eigentlich beide ganz hübsch. Die Waffe, wenn die fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir hier einmal Amakaras Rückgrat, Panzerhandschuhe hier mit Solargetrimmung, so, Gesamtwert 60, verteilt auf Mobilität, Belastbarkeit und Stärke, nicht ganz so gut, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Dann haben wir folgendes einmal, Wunschdrachenzahn, so, Lichtsensorminengranate hält länger an und Explosionsradius ist größer, Fähigkeitsschaden gibt Lichtsensorminengranatenergie, okay. Gut für PvP, sonst eher nicht so. Gibt auch Ornamente, ich habe aber das Ornament, kann ich leider nicht sagen, was das für eins ist, aber das habe ich auf jeden Fall. Und sonst, wenn es auch hier fehlt, einfach kaufen, auch wenn die Gesamtwerte nicht ganz so gut sind, aber wie gesagt, Lichtsensormine im PvP ist eigentlich ganz gut. Dann hier einmal Ursa Furioso, ein Muss für jeden Titan. Hier einmal Gesamtwert 62 getrimmt auf leere Mobilität ist erhöht, Erholung, Disziplin, der Rest so ein bisschen verteilt. Kostet auch 23 legendäre Bruchstücke, auf jeden Fall mitnehmen, weil wegen dem hier, wenn es laden würde, lädt es aber nicht, ist irgendwie buggy gerade. Jetzt geht's wieder. Wieso ist denn das so buggy hier auf einmal? Was ist denn los hier? What is hier los? Ich weiß nicht, ich muss mal kurz wieder rauf und ran. Da keine Ahnung, was da los ist. Warum das so ist, kann ich euch gar nicht sagen. Da ist im Internet auch gerade im Eimer oder das geht ja nicht. So, Bärenverteidigung. Bewegt dich beim Verteidigen schneller, wenn der Sentinel-Schild aktiv ist. Erlittener Schaden beim Verteidigen wird in Superenergie umgewandelt, wenn die Super endet. Eigentlich ziemlich gut. Und Ornamente gibt es auch eigentlich, aber ich kann gerade nicht zeigen, weil irgendwie ist das buggy. Dann Ionenseele hier mit Gesamtwert 67, eigentlich sehr gut. Belastbarkeit, Erholung und Disziplin erhöht. Getrimmt auf Arkus, kostet auch 23 legendäre Rohstücke. Hier haben wir natürlich das gleiche. Hier einmal Sekte der Macht, da kann man natürlich gut verteilen. Das sieht jetzt aber nicht vor, ist zu viel. Da könnt ihr euch hier ein bisschen im Team absprechen und das dann halt mal ausnutzen. Ich habe es noch nie gespielt, dieses Exo. Aber wenn ihr Bock drauf habt, probiert es mal aus. Ich habe es, wie gesagt, noch nie ausprobiert. Aber wenn es fehlt, trotzdem mitnehmen. So, die Waffen haben wir diese Woche. Legendäre Waffen hier einmal Einsam-Pistole mit Schnelltreffer und Haudegen, dann hier einmal Ecolus MP Version 1.0.2 mit Pulsmonitoren umzingelt, dann hier kalte Verweigerung, Impulsgewehr mit Grabräuber und nachgiebig, dann einmal Wunschbringer, Hüftfeuergriff, Schnappschussvisier, dann Ecolus SSG Version 1.0.2, hier Scharfschützengewehr, dreifach durchschlagende Reserven, dann unglaubliches Glück, hier einmal Fernzündung auf alles gefasst und Tobin-Mod ist drinne, hier dann noch einmal Publikumsliebling, Granatenwerfer, Pulsmonitoren und nachgiebig und hier einmal die Rüstung von Xen. So sieht es einmal aus. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, hier Xenologie abzuschießen. Mit exotischen Code könnt ihr halt das Engramm hier zweimal ziehen oder euch beim Turm, beim Exo-Pult was kaufen, wenn ihr Bock habt und auch andere genug Raid-Punkte habt und Medaillen und was ich was alles. Ja, das war so heute. Wie gesagt, guckt nach, was ihr braucht. Ein paar Sachen so gut und ja, sonst, wie gesagt, immer das kaufen, was fehlt. Definitiv. Sonst ist es leider vorbei. Ihr habt ein bisschen Zeit bis Dienstag 18 Uhr und dann ist so wieder verschwunden. Ja, danke fürs Zusehen, reingehauen, danke für den Support und viel Spaß beim Zocken. Tschüss.